Willkommen zurück zu Da Vinci Original Sin mit dem Gnomenlied und mir. Hallo, ich bin der Elisabeth Schlechter. Ja, Elisabeth ist tot, eigentlich war es mal Dora, aber was soll's. So, wir haben hier noch einen Troll, was machen wir jetzt mit dem? Da gehe ich jetzt ran. Ja, wir können uns doch erstmal heilen. Der macht doch sowieso nicht, der komische Troll. Stimmt, kannst du auch aus der Ferne vergewaltigen. Nee, ich renne jetzt an den Rand, damit ich in der nächsten Runde hier meine Pfeilsalbe volles Metten seinen fettigen Wanz hauen kann. Also die Spinne, ne? Was die für hoch aufgelöste Texturen hat. Ich bin total begeistert. Naja, relativ, ja. Die ist tatsächlich ziemlich gut dabei. Also gerade wenn ich mir so meine Rüstung oder die von Madora im Gegenzug anschaue, da sieht die Spinne ziemlich tight aus. Tights beide. Hast du noch Mucke? Was? Hörst du noch Musik? Ich habe gerade keine Musik mehr im Game. Ich höre noch die lustige Kampfmusik-Dingsbums. Okay. Ja, ab und zu ist sie mal weg. So. Mit Beginn der nächsten Runde können wir dann angreifen. Ich weiß nicht, ob du mal Madora noch irgendwas Sinnvolles vorhast. Nö. Du könntest dich ja zum Beispiel schon mal in Position begeben. Das könnte ich tun. Weil der Troll wäre dann ganz gut, wenn er instant sterben würde. Bevor er nochmal drankommt. Aber pass auf, jetzt haut er gleich zu. Nee, okay. Wieso steht ein Beidotter da unten? Na, deswegen. Wow. Ernsthaft? Der hat überhaupt gar keinen Schaden bekommen. Nee, war irgendwie zwischen. Warte mal, Giftwolke ein. Moment, lass mal ein bisschen das Log lesen. Also. Also. Wiederbelebter Troll war Treffen für 26 Stichschaden. Ja, so, gerettet vor Verbrennung. Bla, so. Ist immun gegen Gift. So, war Treffen für 48 Feuerschaden. So, war Hälfte für 174 Gesundheit, weil das war nämlich der Giftschaden. So, jetzt haben wir noch einen ersten aus. Gleiche wieder. Also, er hat jedes Mal irgendwelchen Gift-Damage gekriegt, weil dafür sind die ganzen Fässer, die neben ihm stehen, sind explodiert und ich gehe jetzt immer wieder weg. Dafür hast du auf jeden Fall Madora ordentlich, ne? Ganz ausgezeichnet. Das sah zumindest sehr episch aus. Musstest du geben. Das auf jeden Fall ist das, ja. Ich mach mal Regen, ne? So, dann geht's ein bisschen das Feuer weg und wir können es auch so ein bisschen ranstellen. Bitte keinen Blitz zaubern. Was? Warum nicht? Weil es regnet. Ach Quatsch. Versuchen wir es mal mit Eis. Mal gucken, wie er reagiert. Warum kostet er 6 Aktionspunkte? Aber das funktioniert. Was habe ich denn für einen Stab? Ich glaube, ich habe einen Blitzstab. Oh ja, ich habe einen Blitzstab, aber der macht nicht so viel Damage. Okay, das funktioniert schon mal nicht so gut. Wow. So, jetzt hast du mal wieder geheilt mit deiner Gift-Axt. Das war super. Also wir müssen uns auf jeden Fall was ausdenken. Das geht so nicht weiter. Also der Troll macht halt nichts. Das macht natürlich ein bisschen leicht, die kaputt zu hauen, aber... Wie ist dieser Troll? Wenn wir jetzt nicht das hätten, was wir hätten, wäre das ein echter Altraum-Gegner. Definitiv. Weil guck mal, der da kommt immer Gift raus bei ihm, wenn man ihn anschießt. Und dann. Der hält sich dadurch, oder was? Ja. Was ist er für ein Rattengesicht, ey? Warte mal. Erstmal Spinne. Spinne ist immer erstmal gut. So. Du hast ein Feuerschwert, ne? Mhm. So, warte, ich hab noch eine andere schlaue Idee. Ich krieg gleich sonst Punkte. Okay, alles klar, wir warten eine Runde. So, ist nicht viel, aber Kleinvieh macht auch mit. Ja, aber deine Spinne macht auch Giftschaden. Aber ich glaube, der Schaden überwiegt, das andere. Aha. Ja, doch, der Schaden überwiegt das andere. Wie lange hast du jetzt vor, diesen wiederbelebten Troll da zu hauen, bis der tot ist? Ja, was denn sonst? Weiß ich nicht, aber... Das sieht mir irgendwie sehr langsam aus. Kannst du vielleicht nochmal Feuer drauf zaubern? Damit das... Na gut, das Gift geht ja mal wieder nach, ne? Ja, und vor allem Madora steht auch mittendrin. Übrigens, Madora geht auch gerade langsam ziemlich low-life. Nebenbei merkt. Ja gut, aber er wird ja nicht angegriffen. Ach doch, sie ist vergiftet, ne? Ja. So, dann versuchen wir mal das hier. Ungültiges. Wir brauchen einfach richtig krassen Burst. Ja, wie viel Burst ist denn noch? Also Madoras komische Pfeilsalbe, aber ist war eigentlich der Burst, den ich mir vorgestellt habe. Könnt ihr gerne ahnen.
Das sage ich, das ist Feuerpfeile. Das sind die jedes Mal explodieren. Das gibt explodierte Sache. Warte mal, ich könnte es aber mit Debuffen versuchen. Dann könnte es vielleicht ein bisschen schneller gehen. Warte mal, wo ist denn hier der komische Schwächungszauber hier? Habe ich den gar nicht mehr? Wo ist denn? Moment, ich muss meinen Zauberbuch aufmachen. Ich glaube, mitten im Kampf den Zauber zu ändern, ist nicht sonderlich effizient. Schwächende Berührung. Jo, das wollen wir haben. Warum nicht hier so effizient? Das ist hier zu weit entfernt. Jetzt. Ich bin doch immer noch eine Hexe. So. Was macht schwach überhaupt? Bringt uns das was? Ich glaube, also schlecht ist es bestimmt erstmal nicht. Für alles, was ich hier kann, ist irgendwie ineffizient gegen so Dinge. Ja, toll. Eingebaut. Ja, so, wow. Und jetzt? Ja, du machst 6 Schaden, wow. Netto, meine ich. Du solltest wirklich mal darüber nachdenken, mal doch zu heilen. Wow, ne Witz, wie sollen wir eigentlich so einen wiederbelebten Troll, also, wir müssen jetzt also in Zukunft immer die Nekromanten umhauen, weil sonst, also einen wiederbelebten Troll kriegen wir einfach nicht tot. Nein. So, funktioniert das jetzt wenigstens? Das funktioniert, ist ja schön. Schön. So, Heilung, sagst du? Ja. Bevor wir, ich meine, gerade mit dem Kampf, der unendlich lange dauern kann. Ich glaube, das ist tatsächlich die unspektakulärste Folge aller Zeiten. Ja, die ist ja schon, der Troll ist ja schon halb tot. Das ist ja auch bald, wir haben es ja auch bald hinter uns. Ich habe ja gerade das Verlangen, mit Feuerreal berühmt das Vieh zu hauen, aber das ist so viel Gift auf dem Boden. Ja, das wird, glaube ich, nicht sonderlich gesund sein für uns. Wie viele Millionen Lebenspunkte hatten das? Oh, jetzt hast du... Ah, okay, 13 Schaden. Er wird nicht bei jedem Treffer geheilt, habe ich das Gefühl. Doch. Nee, davor wurde er nicht geheilt. Jedes Mal, wenn du Gift damit machst, der halt das Gift, das sagt, das kommt immer wieder. 33 bis 100 Giftschaden pro Runde, ernsthaft? Ist nicht gerade wenig. Was mit deiner Salve? Kannst du jetzt bauen? Ich kann entgiften, das ist ein Nahkampfskill, da müsste ich wieder erstmal rumrennen. Nee, deine Salve. Meine Salve? Salve von Weidotter, die Salve. Ach so, ja, das Ding, da müsste ich wieder ranrennen. Ja, klar kann ich das machen, aber das ist... Ich weiß nicht, warum man sich beim letzten Mal so hart gehalten hat. Standen da irgendwelche Fässer rum, die ich übersehen habe, die mit explodiert sind? Achso, na gut, dann kann ich das vielleicht doch nochmal machen. Hey, er ist eingefroren. Juhu, er kommt mal wieder 2 Runden lang nicht dran. Crowd Control. Vielleicht hätte ich auch meinen Wolf rufen sollen, ne? Ja, stimmt, der hat mehr AP, ne? Jetzt haben wir es ja fast geschafft. Ich will noch kein Gift-Damage. Naja, hinterher ist, kannst du bitte nochmal neu laden? Dann kann ich nochmal den Wolf rufen. Nee. Nein? Nein. Einfach nur nein. Ich muss gucken, wie weit ich beide da schicken kann. Da. 2,5 Meter kann ich so weit schicken. So. Und das macht also, kein Gift-Damage, oder? Mal gucken. Nein. Sehr gut. Nun komm schon. Ah, 4.500 Aktionspunkte. Oh, nicht schlecht. So, plündern. Oh. Du musst ja, ich hab's schon gesehen. Du musst übrigens mal kurz diesen schicken Bogen reparieren. Okay. Schrift des Markers schnell von Bending-Immunität. Vielleicht der Feuerstab. Mittlerweile droppt die Bande ganz schön viel Zeug. Na gut, die gibt's um was veraltetes dunkles Schwert. Beta-Armschienen, Elite-2-Haxe. So. Tagebuch der Gefängniswache. Was ist das hier? Backe-Kuchen, das brauchen wir nicht. Jetzt können wir ja endlich auch die Truhen öffnen, ohne uns schuldig zu machen. Was haben wir hier noch? Eine dekorative Amberliste? Naja. Eine Amberliste. Ja, ist leider eine Amboss. Ach, das ist ein Bett. Ups, ja. So, dann können wir jetzt auch endlich die Goblins sprengen, ne? Endlich. Oder haben wir durch Zufall gerade... Ja, weg mit dem Sprich. Ja, möchtest du das tun? Also, das ist... Warte. Die Ehre sei dir. Vielen Dank.
Ich glaube, ich werde die Lunte zünden und mir das Feuerwerk anschauen. Ich liebe Explosionen! Nochmal kühlen. Sehr schön. Komm, ja, ja. Drexis hat ein vorzeitiges Ende gefunden. Haben die noch? Die haben bestimmt noch was fallen lassen, oder? Bestimmt, aber ich muss einmal kurz gucken, warum ich überladen bin. Ich hab irgendwie schon wieder so viel Zeug bei. Wow, das war tatsächlich eine ziemlich imposante Explosion. Ja, ich liebe Explosionen. Okay, ich muss echt mal anfangen, irgendwie Inventarmanagement zu betreiben, weil. Hier ist noch der Kopf von Drexis. Kannst du mich hier nochmal rein teleportieren? Gleich. Als erstes möchte ich kurz das. Achso. Wo waren der Questgeber dafür? Lawrence, das ist in der Stadt. Ah, sehr gut. Hat er auch selber erwähnt, übrigens, der Dingsbums. Ja, aber ich weiß nicht mehr, wo der Questgeber war. Ich suche das Tagebuch des Gefängniswärters, das wir gerade gefunden haben. Ich sage Bescheid, wenn ich es gefunden habe. Ich teleportiere dich schon mal rein in der Zwischenzeit. Mhm. Was ist denn jetzt dieses dumme Tagebuch? Ich raste aus. Aber kann ich nicht eine Aktualität setzen? Ja, bitte, genau so möchte ich das bitte. Du möchtest in die Gefängniszelle. Wo bist du denn hier? Ne? Direkt davor, hier. Ja, ich sehe dich, aber ich kann dich gerade nicht anzaubern. Warum nicht? Wegen der Wolke, die ist? Ungültiges Ziel? Hallo, du stehst direkt vor mir. Hier ist eine Wolke. Hier ist eine Wolke? Ja, wir stehen direkt in der schwarzen Wolke. Das heißt, du wirst dich wahrscheinlich auch gar nicht rein teleportieren können. Die muss erstmal weggehen, denke ich mal. Ja, dann warten wir kurz ab, während ich das Tagebuch vorlese. So. Tagebuch der Gefängniswache. Ich sterbe. Moment. Charming. Oh, Aufnahme in der Morgenschule ist endlich Gift für mich, weil ich habe immer Morgenschnupfen. Also da läuft mir zumindest die Nase. Okay, Tagebuch. Ich weiß nicht, warum ich dieses verdammte Teil überhaupt schreibe. Meister Aaron scheint zu glauben, dass es mir dabei hilft, meine Gefühle in den Griff zu bekommen. Aber ich schwöre, ich habe schon seit Jahren nichts mehr gefühlt. Noch nicht einmal, wenn ich nachts alleine in meinem Quartier bin. Moment, hier ist dein Gefühl. Warum muss jeder schluchzende Schwächling aus Jägerscheide, den wir hier reinbringen, wie ein heulendes Weib in sein Leben betteln? Nimm es wie ein Mann, sage ich. Und wo ich gerade dabei bin, diese Nekromanten sind ziemlich reizbar. Wenn ich ihnen eine Ladung Toter vorbeibringe, schauen sie mich an wie eine Kanalratte. Ich glaube, meine Lieblingsleute in diesem Drecksort sind die Minenarbeiter. Die sagen nämlich nicht viel und ich habe das gern. Nun, Meister Aaron hatte Unrecht. Ich habe gar nichts in den Griff bekommen. Naja, weiter geht's. Das ist ein tolles Buch. So, die komische Wolke ist weg, ne? So. So, Kopf von Drexis. Geil damit. Da liegt da noch irgendwas Tolles? In der Zelle? Hier ist noch irgendwas. Da hinten ist eine Tomate. Und du kannst dich auf eine Folterbank legen, wenn du möchtest. Oh ja, das, ne? Wir haben die Ratte getötet. Oh, schade. Biete einmal wieder zurück. Ach. Wenn wir diesen. Warte, ich kann mit dir reden. Was für eine Sauerei. Nichts hätte ich... Achso, das ist ein Teil. Warte. Lies es vor. Was für eine Sauerei. Nichts hätte diese Explosion... Ich habe deswegen irgendwie ein schlechtes Gewissen. Nein. Haha, ja, das war eine schöne Explosion. Das war es wert. Hä? Ja, viel Glück. Lasst uns sehen, ob wir mehr Sprengstoff finden können. Naja. War schwierig, solche ungezügelte Gewalt. Wir haben einen schwerwiegenden Fehler gemacht. Quatsch. Ja, ich mache auch Sprengstoff. Was kriegen wir jetzt noch? Herzlos. Nice. Hallo. Warum ist ja jetzt eigentlich jedes Mal so ein riesengroßer Wassereffekt um dich rum, wenn ich dich von A nach B teleportiere? Was soll denn das? Weil ich der Wasserboy bin. Ja, aber warte mal kurz, ich muss mir doch selber heilen. Also, beziehungsweise meine Leute. Oh, warte mal, hier ist was. Ritter des Todes, komm mit. Ah ne, der patrouilliert, kommt wieder zurück, okay. Ritter des Todes, was ist er denn? Ich frage mich eher, was ist, warum da auf der Karte so ein komisches rotes Symbol ist für das Lager, oh, wir sind gigantische Decken, ne? Hier, direkt vor mir ist ein riesiger Schalter. Und weißt du, was der aufmacht? Die Tür für das... Herrlich! Ja, herrlich! Oh, was? 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 Was denn? Da drüben liegt ein zweihändiger Tenebrium-Hammer. Ja, denn. Und ein Tenebrium-Speer und ein leichter Luftstab. Ach, da unten bei den Leichen. Ja, ich will's haben jetzt.
Ja, ja, da kommen wir schon noch hin. So, denn. Ist uns unverwundbar, ne? Achso, ja, das ist natürlich ein Problem. Okay, dann machen wir das anders. Ach, warte mal, die Pyramide funktioniert ja nicht. Hehehe. Ja, das macht's natürlich schwierig. Ah, das haben sehr gewitzt gehört. Das heißt, wir müssen schleichen. Ja, ich hasse Schleichen. Da führt wohl kein Weg dran vorbei. So, warte mal, ich bin gut im Schleichen. Ja, wir müssen sowieso alle durchschleichen. Das bringt nichts, wenn du gut bist. Ja, ich weiß, aber trotzdem muss ja irgendwer die Ansagen machen, oder nicht? Ja, dann mach halt mal. So, warte, wo ist der denn? Ich glaube, der hat einen ziemlich langen. Also, das Wichtigste im Schleichspielen ist eigentlich nur, den Sichtradius zu beobachten. Alle, die schon mal Kommandos gespielt haben, wissen das. Ja. Da ist er zurück, 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 zurück. Ich sehe das doch. Der kommt, ach, das. Also, wir müssen wahrscheinlich am besten hinter seinen Rücken lang schleichen, oder? Ja. Was? Das können wir übrigens vergessen, weil der ist unverwundbar. Und ja, der macht nicht wenig Schaden. Der macht vor allem der auch nicht selten zu. Ja, ich finde die Ritter so scheiße, aber ich hab das schon mal erwähnt. Hä? Warum haust du jetzt? Ich hätte übrigens noch eine kreative Idee. Lass mich mal drankommen. Also lass mal vor allen Dingen Liz drankommen. Naja, gut hier. Ach, siehst du, du solltest mal meinen Bogen reparieren, fällt mir gerade so ein, die ich dir geschickt habe. Ich hab ihn ja auch schon zurückgeschickt. Ach so, ja gut. Lass mich trotzdem mal rankommen. So, warte mal. Ah, das funktioniert. Okay, pass auf. Wir haben eine Chance gegen diesen Ritter des Todes, wenn wir ihn pullen würden. Bis, sagen wir mal, da hinten, weil dann könnte ich ihn nämlich in die Gefängniszelle teleportieren. Und dann könnten wir einfach ganz ruhig weglaufen von der Action. Das würde funktionieren, sogar sehr gut. Wir schleichen. Wir müssten halt wirklich bloß nur bis, bis zur Gefängniszelle. Das würde wirklich funktionieren. Der würde dann zwar halt da jedes Mal stehen, wenn wir da vorbeikommen, aber das ist ja egal. Wir können nicht andauernd das Spiel breaken, das geht nicht. Warte, weiter zurück, weiter zurück. Dieses Spiel hat mir diesen tollen Zauberspruch gegeben. Jetzt werde ich den auch einsetzen. Ich esse jetzt endlich meinen Bogen. So, weil er kommt. Ja, ich bin gerade noch am Suchen, welcher mein Bogen war, den ich immer benutzt habe. Ich glaube, der hier. Okay, los. Also entweder ich habe dir den falschen Bogen geschickt oder das Ding ist immer noch kaputt. Ich habe ihn repariert. Aber hier ist ein Handbuch für Todesritter. Vielleicht ein denkbar ungünstiger Augenblick, das jetzt zu lesen? Weiß ich nicht. Aber wir bräuchten trotzdem mal. Achso, das ist. Hä, was? Schlecht geschlagen? Warum? Hallo! Also irgendwie ist mein Charakter gerade hängen geblieben und dann ging es nicht weiter. Warte mal. Vorsicht! Nach seiner Wirbelung kann der Ritter aus Stein, der Ritter des Todes, nicht im Kampf außer Gefecht gesetzt werden. Nein, ohne außergewöhnliche uralte Magie wird der Ritter immer wieder auferstehen. Ah, das ist ja schön. Okay. Also, ich hab's geschafft. Ja, schön. Ich aber nicht. Bist du jetzt im Kampf, oder? Ja, ja, bin ich. Das werden wir auch nochmal laden müssen. Ja. Dann sollten wir das in der nächsten Folge machen. Ach stimmt, ist ja schon wieder rum. Na gut, dann machen wir das in der nächsten Folge beim Schleichen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut mit den Gnomen und mir. Tschüss. Tschulu.